Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crown Takers. Und bevor wir jetzt lange weiterreden und hier durch diese Schneeebene irren, gehe ich mal relativ weiter geradeaus. Und wir finden den schwarzen Ritter, aber ich würde eigentlich gerne nochmal schlafen, bevor wir mit ihm kämpfen. Gucken wir mal, ob wir hier in der verschneiten Höhle was machen können. Die Reste eines Lagerfeuers. Es sollte recht einfach sein, es wieder zu entzünden. Machen wir das. Und wir sehen uns einem Bären gegenüber, der daneben geschlafen hat. Gut, Zeit zum Kampf. Aber ich hoffe, wir können uns da trotzdem gleich da ausruhen. Das wäre ganz angenehm. Und der Kampf wird vor allem sehr leicht werden. Zoe, hau mal deinen Adler raus. Du darfst dein Banner platzieren. Und Meleda macht den Rest. Wie immer. Das war einfach. Ah, und Darion macht ein Level up. Eisen und Leder gefunden. Schlafen können wir hier leider nicht. Ich werde trotzdem mal Darion jetzt ein Level abgeben und ihn mal die Crit-Chance erhöhen. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich sagen, machen wir nochmal das Lagerfeuer an und ruhen uns ein bisschen aus. Machen wir es uns gemütlich. Und eigentlich sieht es so aus, als wäre da noch Platz für ein sechstes Mitglied. Muss ich mal gucken. Ein Tag ist vergangen und die Gegner sind stärker geworden. Ein Mann in einer riesigen Rüstung aus schwarzem Stahl stellt sich dir in den Weg. Er hält sein Schwert auf dich gerichtet, als du auf ihn zugehst. Niemand kommt vorbei. Wer immer du auch bist, ich werde nicht weichen. Es ist nur eine Fleischwunde. Ich bin gespannt, wer das jetzt verstanden hat. Wo bist du denn, mein Freund? Ich glaube, er war sehr schnell unterwegs. Und da hinten ist er. Dann darfst du ihm erstmal die Rüstung wegballern, Meleda. Und der Rest darf ihn ein bisschen in die Zange nehmen. Würde ich mal behaupten. Mal gucken, wie wir uns hier noch bewegen können. Du kannst hier rüber. Perfekt, wir können ihn in die Zange nehmen. Melek, du gehst hier hin. Also wenn er sich nicht... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er auch ein Gegner war, der sich teleportieren konnte. Ich glaube nicht. Und solange er sich nicht teleportieren kann, ist eigentlich alles relativ gut soweit. Ich schieße ihm jetzt mal noch die Rüstung weg, die restliche. Und bewege mich mit Zoe auch mal näher ran. Ich überlege gerade, was er Besonderes konnte. Er regeneriert Rüstung. Und wir haben halt perfekte Position. Können, egal wen er angreift, wir haben zwei Gelegenheitsangriffe auf ihn. Der hat eigentlich keine wirkliche Chance. Oh, und 15er Crit. Wow. Das ist echt stark. Und er setzt nochmal die Wache ein. Okay. Dann feuere ich jetzt einfach zweimal mit Mele da. Noch einmal mit Zoe gleich. Und das war der einfachste Bosskampf gegen den schwarzen Ritter, den ich je hatte. Das kann ich jetzt schon sagen. Er ist ausgewichen. Aber gut, passiert. Dann hau du ihn bitte mal weg. Mit einem Schlag. Ja, das war der schwarze Ritter. Das gibt ein schönes Level-Up für alle. Gold, Trank der Heimlichkeit und etwas Tuch haben wir bekommen. Du kriegst nochmal erhöhte Crit-Chance. Du kriegst Stärke. Gehen wir dir ein bisschen ausweichen. Und dir geben wir noch erhöhte Crit-Chance. Wow, das war echt. Das war ein harter Kampf. Wir reisen weiter zu den Bergen der Barbaren. Und zur weiteren Herberge zum Rostigen Hammer. Die sind sehr kreativ mit ihrer Namensgebung. Moment, ich glaube, das Trinkspiel. Haben wir dafür den passenden? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich würde mal beim Händler der Nekropole reinschauen. Die Steinschleuder. Mit der Steinschleuder wird Darion stärker. Er kriegt nämlich alle Fähigkeiten freigeschaltet, die er auch sonst hätte. Also wenn wir einen Söldner rekrutieren, wählen wir ja, welche Spezialfähigkeit er hat. Und mit diesem speziellen Item hat er alle Spezialfähigkeiten. Das heißt, wir nehmen das Ding mit. Wir kaufen das Eisen und gucken mal, was die Kellnerin uns anzubieten hat. Ich würde gerne die Äpfel mitnehmen, den Käse. Wenn wir schon mal da... Na, die Rollen lassen wir mal hier. Und wir gehen weiter. Finden eine Hausruine.
Mit einem Händler. Einem Trankhändler. Das gefällt mir. Unsichtbarkeit. Ich nehme mal alles mit, was ich stacken kann. So teuer sind die ja nicht. Und die Frage ist, wo gehen wir lang? Sagen wir, gehen direkt nach rechts. Da wartet schon der Schmied auf uns und eine Horde Barbaren. Aber die sollen uns ja nicht aufhalten. Also, als ob uns Barbaren aufhalten könnten. Das wäre ja... Das wäre ja komisch. Das kann ja nicht sein. Gut, Meleda, du machst den Anfang. Wir kümmern uns erstmal um ihn hier. Moment. Na, wir teilen uns auf. Du kümmerst dich nämlich erstmal um ihn. Hier oben. Und haust ein bisschen mit deinem netten Angriff drauf. Er weicht aus und kriegt auch noch einen Gegenschlag. Na super. Seine Runde ist soweit fertig. Ihr seht, hier sind ein paar mehr Fähigkeiten. Wir haben den Bullentritt, der Ziel zurückwirft und Schutz bekommen. Und Schutz ist doch recht stark, wenn man den Helden mal eben retten muss. Oder auch andere Charaktere. Und er ist weg. Wunderbar. Zoe wird wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, jemanden anzugreifen. Nein. Leider nicht. Aber... Ach, Melek, du gehst mal hier in Position mit deiner Wache. Du blockierst jetzt den Feind ein bisschen den Weg. Und Zoe darf mal hier rüber marschieren. Und ich glaube, ich werde genauso einfach mal... Ja, ziehe ich dich darüber oder nicht? Ich weiß es gerade noch nicht. Der da ist auf jeden Fall relativ stark. Das sehen wir jetzt schon. Hau ich mal auf dich nochmal drauf. Okay. So. Warten wir mal ab, was so passiert jetzt. Also klar, sie werden auf Melek draufhauen. Melek kriegt seinen Gegenschlag. Wir werden schön den Schild wegradieren, langsam aber sicher. Ach man, Held, kriegt doch einen Gegenschlag. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Der kann nämlich stunnen. Oh, nicht gut. Nicht schön. Jetzt können wir nämlich genau die Fähigkeit gebrauchen mit dem Schutz, glaube ich. Da muss ich gleich mal gucken. Zoe, du gehst mal hier hoch. Und wirfst mal deinen Boomerang. Und haust den beiden ein bisschen Schild weg. Aber wie machen wir jetzt weiter? Weil er kann sich nicht bewegen. Er ist jetzt halt logischerweise gestunt. Verbündete in der Nähe können bis zur nächsten Runde nicht angegriffen werden. Genau das werde ich gleich machen. Aber erstmal darf Mele da gucken, dass er ihn hier wegräumt. Damit er einfach schon mal weg ist. Damit das Problem sich... damit das Problem gelöst ist erstmal. Dann nochmal hier auf ihn schießen, bitte. Du bleibst weiter im Wachmodus. Und du läufst hier hoch. Und schützt mal ihn. Okay, ich hätte weiterlaufen sollen. Ich hätte Zoe auch noch in Schutz nehmen sollen, glaube ich. Dann hätte er nämlich gar nicht mehr durchgehen können. Dann hätte er nur noch Melek oder ihn angreifen können. Das war taktisch ein bisschen unklug gerade. Aber gut, das passiert. Dafür kämpft unser Melek gerade sehr, sehr gut. Kriegt jetzt aber einen Schlag in den Rücken. Autsch. Und damit ist Melek gestunt. Und das ist unschön. Der Stahlbolzen ist wieder einsatzbereit. Dann möchte ich erstmal ihn hier oben wegräumen. Und Zoe darf den Adler hier rüberholen, damit wir gegen ihn kritten können. Meleda, walte deines Amtes. Das war kein Crit, leider. Du gehst hier hin. Das Problem ist, er greift dir über zwei Felder an. Das heißt, wäre ich hier hingezogen, hätte ich auch ihn getroffen. Ich werde es aber auch noch nicht angreifen, aus dem simplen Grund, dass ich den heimtückischen Angriff nutzen will. Und Sieg. Wunderbar. Hat doch noch geklappt. War knapp, aber es hat geklappt. Wir haben gesiegt. Zoe macht ein Level up. Und wir kriegen eine Rüstungsrune, ein paar Tränke und Gold. Zoe kriegt Stärke. Ich glaube, Melek kann ein paar Äpfel gebrauchen. Ist gleich mal beide am besten. Wird dir gut tun. Schauen wir mal im Schmied rein.
Okay, das Tuch brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir geben jetzt irgendjemandem eine Rüstungsrune, der auch tatsächlich damit kämpft. Und das wären entweder... Oder die tatsächlich nutzt. Und ich glaube, das ist Darion jetzt in dem Fall. Rüstung haben wir jetzt schon eine ganze Menge. Gebe ich dir einfach mal noch eine zweite dazu. Das Tuch lassen wir mal hier. Deine Angriffe können das Ziel nicht verfehlen und es kann nicht ausweichen. Das ist eine coole Rune. 35% Crit-Chance. Eine Rüstung und regeneriert Rüstungspunkt pro Zug. Das nehme ich mit. Und die erhaltene Erfahrung um 30% erhöht. Muss ich gleich noch überlegen, ob ich dafür dann noch Gold übrig habe. Ob sich das überhaupt lohnt. Erstmal auf jeden Fall kriegt unser Held... Und die Rüstungsrune kommt weg. Er kriegt die verbesserte Rüstungsrune. Und diese Rüstungsrune geht an Zoe, weil sie ja doch relativ nah ran muss öfters. Und Mele da kriegt das Ding. Auch wenn er es nicht wirklich braucht. Gucken wir mal. Verlasse ich mal kurz den Händler. Wir haben Stufe 8, Stufe... Okay, für Darion wird es sich lohnen, die Ringrune. Bin mir nicht ganz sicher. Ach hopp, wieso eigentlich nicht? Mal gucken, ob ich die ganze Truppe noch aufs höchste Level krieg. Das wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das habe ich bis jetzt nämlich auch noch nicht geschafft. Da sind auf jeden Fall schon die nächsten Barbaren. Wollen wir gleich kämpfen? Gucken wir mal. Schicken wir erstmal den Adler hin, damit wir kritten können. Meleda darf das Banner platzieren. Melek darf das Banner platzieren und Meleda darf feuern. Wieder einmal. Und natürlich geht der erste Schuss direkt daneben. Komm schon, bitte ein Crit. Geht doch, dankeschön. Bitte da nochmal. Ja. Und ihm haust du jetzt den Schild weg. Sehr schön. Meleda ist fertig. Der Held darf ziehen. Und auf diesen Gegner mal eben schnell weghauen. Das sollte der nämlich nicht überstehen. Wunderbar. Und damit haben wir wieder mal nur einen Gegner übrig. Ah ne, da sind noch mehr. Okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Darion, du bist dran. Du darfst dir mal den Anfang machen. Und dich hoffentlich nicht gleich stunnen lassen. Melek, geh mal hier hoch. Ihr blockiert jetzt schön. Und Zoe... Zoe geht mal hier hoch. Kannst im nächsten Zug nämlich gleich zweimal auf ihn draufhauen. Der wird jetzt rum angreifen. Mit Gelegenheitsangriff natürlich. Sehr schön. Und Melek weicht aus. Perfekt. Und Darion wird jetzt wahrscheinlich gleich gestunt. Ja. Dummerweise auch bei Rüstung. Aber gut, das war auch irgendwo zu erwarten. Okay, Zoe, du fängst einfach mal an und wirfst deinen Boomerang auf ihn. Gleich zweimal. Wir wollen seine Rüstung immerhin weghauen, soweit wie möglich. Melek, du bist dran. Und gleich nochmal. Perfekt, der ist weg. Allerdings werde ich den Held da unten lang marschieren lassen. Der Held nämlich, der ist nämlich ein bisschen mächtiger. Das bringt mir ein bisschen mehr. Und dafür sitzt du jetzt ganz schön in der Falle, mein Freund. Zoe ist fertig. Melek marschiert hier runter. Eigentlich wollte ich eins weiter marschieren, aber egal. Verklickt. Passiert. Oh, und Meleda trifft sogar. Von hier aus schon. Das ist gut. Okay. Und damit ist er tot. Das war ein Fehler. Hahaha. Bye, bye. Melek kurz vorm Level Up. Ach, komm schon. Leg mal einen Zahn zu, mein Freund. Wir haben irgendeinen neuen Trank? Nein. Ich dachte, wir hätten einen neuen bekommen. Gucken wir nochmal schnell in die Höhle rein. Die Höhle, die ihr betretet, wird von den Reflexionen riesiger Quarzkristalle in allen Farben des Regenbogens erleuchtet. Die Kristalle reflektieren das Licht eurer Fackel weit in die Höhlengänge hinein. Wir ernten sie mal und wir nehmen den Trank dazu. Wir wollen ja auch Erfolg haben. Und wir haben Gold gefunden. Wunderbar. Das ist sehr schön. Ich werde es aber jetzt noch nicht verwenden. Beziehungsweise, wie viele haben wir noch? Wie viele Abschnitte? Zwei Stück.
Wir marschieren weiter. Gucken in die verschneite Höhle rein. Wir haben leider keine Schaufel zum Graben, aber wir können hier durchsuchen und finden nichts. Dafür finden wir hier ein Landhaus. Wir können das Essen teilen. Das machen wir doch gerne. Das gibt uns, glaube ich, HP dazu, aber wir machen nur eins. Was? Das ist uncool. Das war nicht nett. Schlechtes Essen. Gut, wir greifen die Festung an. Wir brauchen wieder Gold. Auch wenn die Gegner gerade doch recht stark sind, wie man jetzt schon sehen kann, was mir nicht wirklich gefällt. Aber gut. Wir werden das schon hinbekommen. Ich schicke meinen Adler einfach schon mal hier in die Mitte. Damit wir schön überall kritische Treffer raushauen können und... Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich glaube, wir fangen einfach ganz klassisch an, mit Melek da zu feuern gleich. Eigentlich würde ich gerne Melek da wegziehen, aber ist eher schwierig. Platzier mal dein Banner, bitte. Meleda darf jetzt tatsächlich eins runtermarschieren, auch wenn er damit einen Angriff verliert. Einfach damit er mehr Stärke kriegt. Sollte sich nämlich trotzdem lohnen, eigentlich. Dann hauen wir... wen hauen wir denn jetzt weg? Also Darion würde ich gerne hier runterschicken, damit der schön die beiden angreifen kann. So nämlich. Einmal schön Schaden an beiden angerichtet. Und du gehst jetzt hier hin. Und Mele da soll ihn einfach mal schnell weghauen. Nur der Sicherheit halber. Und er schießt daneben. Okay, soviel zu dem Thema. Das heißt, du bist dran. Held. Namenloser Held. Das war's für deine Rüstung. Melek darf nochmal draufhauen. Macht einen Crit. Wunderbar. Und Zoe geht mal hier nach hinten. Ein bisschen in Deckung, dass es keiner rückgefallen kann. Haha, wunderbar. Das war ein schöner Gelegenheitsangriff. Und er haut natürlich auf Mele da drauf. Gut, das war irgendwo zu erwarten. Ich finde es natürlich blöd, aber kann man nichts machen. Mele, da sind jetzt auch ein bisschen die Hände gebunden, leider an der Stelle. Wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Ich glaube, Zoe macht den Anfang. Und versucht einfach mal, ihnen die Rüstung wegzuhauen. Sehr schön. Held, du bist dran. Töte ihn bitte mit einem Schlag. Wunderbar. Damit ist Mele da nämlich wieder frei. Und kann feuern. Muhahaha. So. Perfekt. Rüstung weg. Melek, du darfst. Du hast nämlich den schwächsten Angriff momentan. Soll er auf dich seinen Gegenschlag verwenden. So dass die Rüstung noch als... Nicht als einziger, aber als einer der wenigen. Das heißt... Unser Held geht in seinen Rücken. Und du darfst nochmal angreifen. Vielleicht reicht es ja auch aus. Okay, reicht nicht aus. Aber wir dürfen ja nochmal angreifen. Fällt mir gerade auf. Gut. Aber egal, wen er angreift, er sollte jetzt eigentlich draufgehen dabei. Wegen dem Gelegenheitsangriff. Wunderbar. Die Burg haben wir gestürmt. Es gibt Level Up. Und wir... Okay. Es gibt mehr als drei Waffenrunden. Wir werden die nicht nochmal zusammenkriegen, aber ich finde das trotzdem irgendwie gerade cool. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Melek, du kriegst mal noch mehr Leben dazu. Und Darion, du kriegst noch ein bisschen Stärke. Und ich gehe mal ins Landhaus in der Hoffnung, dass ich da übernachten kann. Ja, können wir. Perfekt. Rasten wir. Ruhen wir uns aus. Und während unsere Leute gemütlich ums Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen, verabschiede ich mich aus dem heutigen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir auch diesen Abschnitt wahrscheinlich abschließen werden. Und bis dann. Ciao.